Hey meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch wieder mal ein Drogerie-Augen-Make-up-Tutorial zeigen. Und zwar ist es der Look aus meinem letzten Video, und zwar die Lippenstift-Favoriten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es euch gefallen hat. Also wollte ich das mit euch teilen und sage, dann lasst uns auch gleich anfangen. Als erstes fange ich mit einer Base an auf meinem beweglichen Lid, und zwar mit dem Color Match von Rival the Loop. In der 01 African Spirit, da sind zwei Farben drauf und ich benutze die orangene Farbe. Und zwar auf meinem beweglichen Lid. Als nächstes verblende ich das Ganze mit einem Concealer-Pinsel. Dann nehme ich einen orangefarbenen Lidschatten, und zwar den von Catrice in der Farbe 580 Carats of Caribbean. Das ist der hier. Das ist eine sehr, sehr schöne orangefarbene Lidschatten. Das schreckt wahrscheinlich ab, aber für diesen Look finde ich das super gut. Auf jeden Fall nehme ich einen Blending Brush, einen herkömmlichen, den ihr halt zu Hause habt, und gebe mir das auf meinen Augenknochen und verblende das Ganze. Als nächstes nehme ich eine Lidschattenpalette, und zwar die von Essence Quattro Eyeshadow. Das hatte ich schon mal in einem Make-up-Tutorial, und zwar Brown Smoky Eyes. Das ist diese hier. Und dann nehme ich diese braune Farbe und gebe das auf mein bewegliches Lid mit einem ganz normalen Eyeshadow-Pinsel. Um harte Kanten zu vermeiden, nehme ich nochmal einen etwas größeren Blending Brush und verblende die beiden Farben, damit wir keine scharfen Kanten haben, damit das alles einen ganz schönen Verlauf hat. Weiter geht's mit einer ganz hellen Farbe, und dafür nehme ich als erstes den Kohl Kajal von Catrice. Das ist ein ganz normaler weißer Kajal, ihr könnt auch den nehmen, den ihr zu Hause habt. Den gebe ich unter meine Augenbraue und verblende das dann mit einem kleinen Concealer-Pinsel. Zurück zu der Palette von Essence, und dort nehme ich die hellste Farbe, und zwar diese, und nehme einen großen Shadow-Pinsel und gebe mir das unter meine Augenbraue als Highlight. Um einen schönen Smoky-Eye-Effekt zu haben, nehme ich meinen Kajal von Manhattan in Black 1010N und den gebe ich auf meine Wasserlinie. Unter meinen Wimpernkranz gebe ich dieselbe Farbe, die ich auf meinem beweglichen Lid habe, und zwar diese mit derselben Palette. Und da könnt ihr einen kleinen Blending Brush nehmen, um das dann unten noch ein bisschen zu verblenden. Ein Lidstrich darf für diesen Look natürlich nicht fehlen. Ihr könnt darauf verzichten, wenn ihr möchtet, aber ich finde, das sieht damit noch ein bisschen besser aus. Also nehme ich meinen von L'Oreal in der Superliner Carbon Gloss in Carbon Black. Das ist ein Liquid Eyeliner, und damit ziehe ich mir jetzt einen schönen Lidstrich. Wir sind so gut wie fertig mit den Augen, es fehlt nur noch Mascara, und ich nehme wie immer mein Lieblingsmascara von Maybelline Colossal Volume Express in Waterproof und tusche mir sorgfältig meine Wimpern.
Weiter geht's mit den Lippen. Ich habe mich für einen fast orangefarbenen Lippenstift entschieden. Allerdings hat der auch ein bisschen Koralle mit drin, deswegen dieser. Und zwar der von Rival de Loop in der Farbe 34. Das ist der hier. Und ein Catrice Kohl Kajal, so einen orangefarbenen. Den benutze ich allerdings als Lip Liner. Das, meine Lieben, ist der Look. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich würde von euch gerne wissen, wie steht ihr zu Orange und vor allem im Make-up? Lasst es mich wie immer in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video mit euch und ciao.